Kriminalität bedeutet, gibt zwei, wie es zweimal, einmal im Knast, im Gefängnis, jegliche Art von Kriminalität oder auf dem Friedhof. Das ist Kriminalität. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der einen kurzen Zeitraum sehr viel Geld hat. Sehr, sehr viel Geld. Das ist aber nur ein kurzer Zeitraum vom Leben. Ich hatte auch sehr viel, aber heutzutage habe ich nichts. Und wenn ich dann sehe, wie andere Schule gemacht haben, eine Ausbildung, selbst wenn sie in der Hauptschule einen Gesellenbrief gemacht haben, sind die heute wesentlich weiter als ich. Also mein Name ist Henry Oliver Jacobs. Ich habe ein, sag mal, sehr bewegtes Leben geführt. Bin groß geworden und aufgewachsen in Hamburg, im Stadtteil St. Pauli. Bin auch gebürtiger St. Paulianer, also wirklich in St. Pauli geboren. Hausgeburt und komme aus einer Familie. Wir hatten diverse Geschäfte auf dem Kiez. War der erste Enkel. Wurde zuerst sehr verwöhnt, aber eben, ja, hat sich direkt wenig eigentlich um mich gekümmert, da die Geschäfte immer im Vordergrund waren. Heute heißt das so Patchwork-Familie. Meine Eltern waren sehr jung und meine Eltern haben nicht geheiratet. Und später hat meine Mutter einen älteren Mann dann geheiratet und somit habe ich viele Geschwister, aber alles nur Halbgeschwister. Und ja, bin sehr früh in die Kriminalität abgerutscht. Und zwar des Kickwegens, so fing das an. Ich habe mit 7, 8 Jahren angefangen zu klauen. Nicht, weil ich mir das nicht leisten konnte. Ich hatte schon Taschengeld oder auch Geld bekommen, aber mir ging es darum, werde ich erwischt, werde ich nicht erwischt. Und ich wurde leider nicht erwischt. Die Kriminalität ist immer mehr gestiegen. Ich habe auch später Kampfsport gemacht und habe das als Jugendlicher, als Teenie, das dann auch auf der Straße umgesetzt. Sprich Schlägereien, es gab ja immer irgendwelche Begründungen, warum, schief angucken, anrempeln, Respekt verschaffen und ja, das habe ich dann versucht umzusetzen. Habe fast alles an Straftaten begangen, die im Strafgesetzbuch stehen, bis auf Sexualstraftaten oder Prostitution, also Menschenhandel. So mit 15 fing es auch an, dass ich mich nicht nur mit Fäusten und Beinen etc. gewehrt habe, also mit Körperteilen, sondern habe auch Waffen benutzt, Messer, Baseballkeulen, Klümpel und ja, später eben auch Schusswaffen. Ja, ich war noch keine 25, aber kurz bevor ich 25 wurde, habe ich einen Mord begangen, einen versuchten Mord und bin dann endlich kurz darauf endlich verhaftet worden und auch ins Gefängnis gekommen. Gewalt vergleiche ich mit sportlichen Aktivitäten. Ein Marathon kann keiner von Anfang an laufen. Das heißt, er fängt langsam an. Und so ist das mit der Gewalt auch. Sie steigt immer höher, immer höher, immer höher. Und nicht mal, dass man nur kaltblütiger wird. Die Empathie gegenüber Mitmenschen sinkt auch immer mehr. Es ist so wie eine Spirale, die immer höher steigt, immer höher steigt, immer höher steigt. Und es macht was mit einem tatsächlich, also körperlich. Ich habe zum Schluss kaum noch geschlafen und wenn nur mit Hilfsmitteln. Überall habe ich Feinde gesehen, also sprich die Polizei verfolgt einen ja auch. Die sogenannten Geschäftspartner sind Feindbilder, man hat überhaupt keine Freundschaft, man ist nur noch für sich. Und nach außen hin tut man immer locker, lächelnd, aber innerlich ist man frack, ist man kaputt. Ich sah mit Mitte 20, kurz bevor ich endlich verhaftet worden bin für eine Straftat, sah ich aus wie Ende 30. Körperlich war ich absolut ein Wrack. Das war wirklich so, ich bin morgens aufgestanden, habe meine Zigarette geraucht, meinen Kaffee getrunken und dann bin ich ins Badezimmer und habe mich übergeben, weil ich schon magenkrank war. Und ja, es macht eben körperlich auch was mit einem. Du kannst in kein Restaurant reingehen, ohne das Restaurant in kürzester Zeit abzuchecken, wer alles da drin ist. Und da habe ich ein gutes Beispiel für später, weil das eben auch so, ja, das eigentlich ein Leben lang einem begleitet, wie man Raubbau und auch andere Menschen behandelt hat. Es geht nicht spurlos an einem vorbei. Man kann das nicht abschalten wie in einen Schalter. Ja, und zuerst war das sogar noch so, das klingt jetzt
sehr verrückt. Ich habe noch nicht mal richtig verstanden, warum sie mich verhaftet war. Es war ein Ding zwischen, für mich, ja, ich als Verbrecher, ich habe mit der Gesellschaft nichts mehr zu tun. Also ihr seid für sich und ich bin für mich. Und habe auch nicht die Schuld bei mir selber gesucht, sondern die Schuld hatten immer andere. Und ich bin, ja, hab ein kurzer, ein halbes Jahr später das Urteil auch bekommen, eine lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld, das heißt keine Begnadigung möglich nach 15 Jahren. Wobei erwähnt werden sollte, dass lebenslänglich in Deutschland auch lebenslänglich bedeutet. Auch das ist so ein Ehrglauben, was die Medien oder andere immer wieder sagen, dass man nach 15 oder nach 20 Jahren rauskommt. Nein, das stimmt nicht. Lebenslänglich bedeutet in Deutschland lebenslänglich. Ich saß 19 Jahre und die S saß im berühmt-berüchtigten Santa Fu in Hamburg. Und ja, die ersten Jahre war es ein neuer Spielplatz für mich. Also ich habe die ersten Jahre in Haft auch weiter Straftaten begangen. Geldverleih, Drogenhandel, alles Mögliche. Drogen konsumiert, also das habe ich als Jugendlicher auch schon. Und es war ein neuer Spielplatz. Und ja, es gehörte mit zu meinem Leben. Ein Verbrecher landet auch irgendwann im Gefängnis. Die Aussicht, dass ich rauskomme, war mit sehr gering. Wie gesagt, ich war gerade mal Mitte 20. So hatte ich mich eigentlich auch aufgegeben. Und das war eigentlich auch schon vorher so. Meine Einstellung war, ich kann nichts verlieren außer mein Leben. Und das Leben, mein eigenes Leben hat mir schon manches Mal nichts mehr bedeutet. Also so, das ist das, was auch Kriminalität mit einem macht. Dass man ja selber dann auch irgendwann ja keine Empathie, Emotionen oder so, man stumpft immer mehr ab. Ich war 30 mittlerweile. Und gegenüber saß mir ein Jugendlicher, der war 15. Und wir haben uns so unterhalten in dieser Gruppe. Und auf einmal war mir klar, in 15 Jahren sitzt er auf meinem Stuhl. So, und dann war es einfach, dass ich über mein Leben nachgedacht habe. Was ist da so? Da fiel mir das ein mit die Trennung. Das war alles relativ dicht beieinander innerhalb von 3 Jahren. Und irgendwas stimmte nicht. Ich konnte es aber nicht so greifen. Weil ich bin ja nun ein Krimineller. Das gehört ja eigentlich auch so. So kannte man das dann aus Filmen. Ich muss dazu sagen, mein Onkel saß vor mir im Knast. Der hatte mir dann auch schon was erzählt. Und dann bin ich einfach, war ich ziemlich hartnäckig, habe ich mir eine Psychologin gesucht. Also das gesucht. Wir hatten 2 Psychologen in dem Gefängnis für 600 Gefangene. Und die Psychologen waren überwiegend damit beschäftigt, Entlassungs- oder ja, Gutachten zu schreiben für einen offenen Vollzug, dass die dann tagsüber draußen sind, oder eben Entlassungsgutachten. Und sicherlich nicht mit einem, der noch 10, 15 Jahre oder noch länger zu sitzen hat. Und da war ich aber ziemlich hartnäckig. Und ja, dann fing es an, dass ich alle 14 Tage einmal im Monat mit der Psychologin gesprochen habe. Und ich hatte das große Glück, dass sie nicht gleich auf die Tat, sondern so ganz langsam auch angefangen hat. Und das habe ich viele Jahre gemacht und dann eben gleichzeitig auch ja, mit den Jugendlichen gesprochen, im Freundeskreis. Also es war ein Kampf im Gefängnis natürlich auch. Es war auch nicht, dass du von heute auf morgen dich gewandelt hast. Vom Saulus zum Paulus, das gibt es auch nicht. mein Blut ist nicht ausgetauscht. Und das war ein langer Prozess, der teilweise eben auch noch bis heute stattfindet. Also nicht, dass ich heute kriminell bin, aber ich bin anders sozialisiert worden oder anders groß geworden als viele andere. Und bei manchen Situationen hinterfrage ich das einfach. Oder meine Freundin ist dörflich groß geworden, die hat natürlich eine ganz andere Entwicklung gemacht als ich. Also ich war schon sehr früh sehr, sehr selbstständig oder wurde sehr früh zur Selbstständigkeit erzogen. Und ich bin immer schockiert, oder was heißt schockiert? Schockiert ist das, halt verwundert, wenn Mütter oder ja, Mütter mit einem 15-, 20- oder 30-Jährigen denen noch helfen. Also das musste ich mit 10 schon alles alleine können. Und bin dann immer, was? So geht das auch. Was ich als Freiheit empfinde, ist ganz banal, selber zu entscheiden, wann ich esse und was ich esse.
was für jeden völlig normal ist, ist im Gefängnis nicht. Es wird, und das ist, glaube ich, auch das Entscheidendste, wenn viele sagen, sie kommen aus dem Gefängnis, versuchen sie mal zurückzusehen, was war positiv. Das Negative wird ganz schnell vergessen. Und als mein Onkel rauskam, hat er gesagt, im Gefängnis kannst du Kraftsport machen oder Sport machen, hat er recht gehabt. Du kannst jede Woche Besuch bekommen, ja, hat er recht gehabt. Und du kriegst alles an. Es gibt also kein Gefängnis auf der Welt, kannst Drogen und Alkohol bekommen. Hat er auch recht gehabt. Was er vergessen hat, ist, dass du von morgens bis abends fremdbestimmt bist. Dass nämlich eine Person sagt, ein Beamter, wann du aufstehst, welche Arbeit du ausübst, wann du zur Arbeit gehst, wann es Essen gibt, was es zu essen gibt und wann deine Freizeit ist und wann du wieder eingesperrt, wann du deinen Besuch hast, wann du Sport machen darfst. Das entscheidet komplett immer jemand anders für dich. Dein ganzes Leben wird von jemand anders entschieden. Und diese Freiheit, selber zu entscheiden, wann du essen kannst, ist ein enorm hoher Wert. Oder joggen in den Freistunden. Am Tag darf man eine Stunde auf dem Hof und dann läuft man nur im Kreis. Im Kreis, eine Stunde lang. Das ist ein Kreis, ist, oder wenn man sich das vorstellt, das ist Fußballplatz, etwas größer als ein Fußballplatz. So, und für mich im Wald laufen war göttlich. Gerade laufen, weit gucken. Du siehst eine Mauer, du siehst Zäune. Du guckst durch ein Fenster, wo Gitter sind. So was für alle völlig normal ist. Und das nimmst du ein Leben lang mit. Das versuche ich auch nicht zu verdrängen. Das ist das mal sehr, sehr brutal. Die Gesellschaft hat sich sehr gedreht und nicht ins Positive. Muss ich ganz klar sagen. Der Fakt, also ich bin nicht nach 19 Jahren und dann in die Gesellschaft rein. Das war auch ein größerer Prozess. Nach 14,5 Jahren bin ich dann das erste Mal ohne Handfesseln vor die Tür gegangen, in Begleitung vom Beamten. Das ging 1,5 Jahre so, dass ich einmal im Monat für 6 bis 8 Stunden in Begleitung vom Beamten durch die Stadt gegangen bin. Das war aber meistens ja zu Zeiten, also nicht zu den normalen, sondern in der Mittagszeit. So, also gegen um 10 sind wir rausgegangen und dann sind wir um 5 wieder zurück gewesen oder um 9. So, und das heißt also, du hast zwar die Stadt ein bisschen gesehen und wie sie sich auch verändert hat, aber du hast eigentlich am gesellschaftlichen Leben ja noch nicht teilgenommen. Ich habe Maler und Lackierer, ich habe eine Ausbildung nochmal im Gefängnis gemacht als Maler und Lackierer. Und zu meiner Zeit, als ich da rauskam, wurden ganz viele gesucht. So, und ich dachte, okay, bewirb dich mal gar nicht erst bei einer einzelnen Firma, sondern über Zeitarbeitsfirmen. Und dann fing es an, weil ich ja dann automatisch mehr in die Gesellschaft reinkam. Schlimm waren die Zeit, wenn die zur Arbeit gefahren sind, also die normalen Berufszeiten, bin viel öffentliche Verkehrsmittel gefahren zuerst, weil ich auch kein Geld für ein Auto etc. hatte, gab es ja nicht. Also öffentliche Verkehrsmittel. Kriegsschauplatz, Sitzplatz. Und da war es egal, ob jung, alt, Männlein oder Weiblein. Es wurde keine Rücksichtnahme genommen. Es wurde Schulranzen, Krückstöcker, Regenschirme, Handtaschen, was auch immer. Ich will diesen Sitzplatz haben. Und selbst wenn das nur für eine Fahrt ist, oder für eine Station. Ich dachte, das ist unglaublich. Denn Handy, alle guckten auf ihr Handy. Haben viel auch laut gemacht, also nicht über Kopfhörer, so dass die ganze Bahn das mitgekriegt hat. Oder auch telefoniert laut. Wo ich dachte, was ist das? Wie kann man so rücksichtslos sein? Ich habe mehr Rücksichtnahme, Toleranz im Gefängnis erlebt, als draußen in der Gesellschaft. Und das wurde immer ich habe das immer schlimmer empfunden. Und dann waren wir in so einem Restaurant drin, Pizza. Dann kommt ein junges Pärchen rein, reden nicht miteinander, sitzen sich gegenüber und holen das Handy und gucken die ganze Zeit auf dem Handy und spielen mit dem Handy. Der Ober kommt, der Erste nimmt den Kopf hoch, gibt die Bestellung ab. Geht der Kopf, setzt die Bestellung sofort wieder aufs Handy. Ein Paar. Dann gibt er die Bestellung ab und guckt danach auch. Er hat die ganze Zeit nicht geredet. Dann kommt da irgendwann die Pizza, die essen und gleichzeitig spielen sie immer noch mit dem Handy und sprechen überhaupt nicht miteinander. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Was ist hier passiert in der Gesellschaft?
Also so krass. Mittlerweile bin ich auch viel am Handy. Aber es gibt eben so Phasen, am Wochenende mache ich Handy aus, pack das weg. Bin beruflich auf das Handy, weil ich viele Telefonate führe auch so. Oder auch Mailverkehr und das. Natürlich ist das heutzutage auch ein kleiner Computer, mit dem du viel kommunizierst. Aber ich versuche auch Tage, Handy weg. Und das ist bei ganz vielen gar nicht mehr möglich. Ich will schon fast von einer Sucht sprechen. Und die Kommunikation untereinander wird teilweise wirklich auch dann noch so geschrieben, auch wenn sie dicht beieinander sind. Schreiben sie, anstatt verbal sich auseinanderzusetzen. Was ich auch sehr spannend fand, ist das oder Verhältnis Mann-Frau. Immer wieder taucht das in den Medien auf, Gleichberechtigung, Gleichberechtigung. Klar muss da noch sehr viel gemacht werden. Auch da so eine Anekdote, wo ich gedacht habe, Pärchen steigt aus, sie ist gefahren. Damals war es eben eher so in meiner Zeit, dass die Jungs gefahren sind und die Mädchen saßen dabei. Sie ist gefahren. Und dann ist sie ausgestiegen, Kofferraum aufgekehrt. Denke, wuff, schön durch, also wirklich eine sehr durchtrainierte Frau, junge Frau. Und nahm die Kiste mit den Getränken raus, Zelda, glaube ich, oder so war das. Und hat sie dann hochgetragen. Er ist auch, hat das Handy in der Hand und hat dann Küchenrollen oder so getragen. Ich denke, zu meiner Zeit wäre das aber nicht so gelaufen. Das sind so Kleinigkeiten, aber das wäre eine Tür aufhalten. Wenn du jemanden eine Tür aufhältst, jung, alt, wie auch immer, so, ich will nicht sagen, das sind Gentlemen, aber ich weiß nicht, so wirst du, ja, danke schön, auch so manches so richtig verwundert. Hä? Und ja, ich finde die Frauen heute wesentlich tougher, selbstbewusster und die jungen Männer, ja, manchmal ist man wirklich ein bisschen verweichlicht. Ohne jetzt... woher das kommt? Also, wo kommt diese Entwicklung her? Jetzt, okay, allgemein auf diese Veränderung, Ich finde, es gibt kein das Mittelmaß oder die Toleranz untereinander fehlt. Das muss jetzt so sein und dann muss das so sein. Also natürlich musste man in der Gleichberechtigung, ich finde, es gibt es ja leider immer noch so, dass die gleiche Arbeit Frauen immer noch schlechter bezahlt werden als Männer, obwohl sie die gleiche Arbeit machen. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren und es ist ein Unding. Aber manchmal hat sich das dann auch wirklich verschoben. Anstatt dass es wirklich gleich, das ist für mich nicht gleich. Mein Plan war, deswegen auch die Ausbildung als Maler und Lackierer, ich habe mich weiter engagiert, ehrenamtlich mit den Jugendlichen. Ging natürlich, als ich gearbeitet habe, sehr schwer. Und in dem Verein, wo ich damals tätig war, gab es dann eine Stelle. Die haben gesagt, willst du nicht bei uns anfangen? Und es lag mir was am Herzen mit dieser Arbeit mit Jugendlichen. Ich war auch vorher schon mal in der Zeitung, im Fernsehen, aber als das so dem Ende war, habe ich schon keine Fotos mehr von mir, weil ich eben mein Ziel war, wenn ich rauskomme als Maler und Lackierer, da habe ich einen Sinn drin gesehen, du kannst da verdienen, so ein, das hört sich jetzt so, ein normales Leben führen. Das war oder gut bürgerlich, wirklich morgen zur Arbeit, abends zurück, dein festes Geld haben, meine Schulden weiter abbezahlen. Eine Wohnung einrichten, also so ganz, ja, gut bürgerlich. Das war so mein Ziel. Und ja, dann gab es die, als Maler war ich schon relativ erfolgreich. Bedeutet, ich war bei der Zeitarbeitsfirma und zwei Firmen wollten mich fest einstellen. Also bei denen ich dann. So, dann gab es mehr oder weniger zum Parallel, gab es eben die Möglichkeit, dass ich eben an Schulen gehe, über diesen Verein. War aber eine Gehaltseinbuße und auch nicht eine kleine, aber ich dachte, okay, dann habe ich weniger Geld, aber ich komme damit klar. Es hätte mir gelangt. So, und habe mich dann dafür entschieden, habe dann mir einen Gewerbeschein geholt, sprich, ja, als Raumausstatter, Maler, so dass ich dann noch ein paar Aufträge so ein bisschen was dazu verdienen kann. Ja, und als ich dann dran, gab es natürlich die Presseanfragen, dann fing es an, die
unter anderem eben auch, darf ich die nennen jetzt? Die, ja. Also damals 37 Grad war das, ZDF. Die wollten eine Dokumentation über mich machen, wie das gekommen ist, auch mit dem Unterricht und. Und dann habe ich zugestimmt. So, das lief dann auch. Und in dem Verein, wo ich, wie gesagt, vorher tätig war, war aber tendenziell das Ziel überwiegend auf, oder eher so auf delinquente Jugendlichen. Das heißt, die schon Straftaten oder am Abkippen sind und so. Und ich wollte eigentlich immer mehr den Fokus schon viel früher die Aufklärung betreiben. Auch schon mit im Grundschulalter. Da muss man es natürlich dann altersangemessen machen. Und also sprich, wir arbeiten ja auch mit unseren Biografien, dass du die dann auch runter reduzierst. Also nicht 19 Jahre, sondern viele Jahre. Nicht wegen Mord, sondern du hast Menschen wehgetan. Also das musst du natürlich sehr runter reduzieren. Ich habe dann auch Ausbildung gemacht. Also ich habe eine Ausbildung als Antigewalttrainer absolviert. Dann pädagogisches Boxen bei dem Landesinstitut für Lehrerfortbildung. Also ich habe schon auch dann mich weiter qualifiziert. Die Ausbildereignungsprüfung habe ich abgelegt. Also Teil 4 der Meisterprüfung. Damit ich auch einen pädagogischen Anteil reinbringen kann. Ich habe auch überlegt, soziale Arbeit nochmal zu studieren, aber es klappte eben alles dann nicht. Zeitlich. Und ja, irgendwann ging es mit dem auseinander, muss man so sagen. Und ich habe dann 2016, also wir haben 2016 dann unseren eigenen Verein gegründet. Gefangene helfen, e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und ja, da bin ich viel an Schulen, überwiegend an Schulen, mache aber auch sozialförderndes Boxen. Das ist so ein soziales Training, Antigewalttraining an Schulen oder auch Jugendhilfeeinrichtungen. Und ja, seit 2016 gehe ich eigentlich kontinuierlich an Schulen, bekomme ein kleines Gehalt über den Verein. Und ja, mein Malen ist jetzt nicht mehr Kleingewerbe, sondern ja, bin Mehrwertsteuer- oder Umsatzsteuerpflichtig. Und da verdiene ich eigentlich mein Geld mit. Und durch diesen Hype war ich sehr viel in den Medien, in den Zeitungen. Also Galileo kam drin vor. YouTube-Kanäle auch. Ihr seid also nicht in dem Bereich nicht die Einzigen. Aber viel eben auch in Zeitungen. Und ja, da bin ich jetzt in. Und das, was ich mir eigentlich für mich gewünscht habe, eben Unauffälligkeit, funktioniert nicht mehr. Aber ich muss diesen Weg gehen, weil über diesen Weg kriegen wir Sponsoren. Die Schulen haben leider nicht das Geld, um das zu finanzieren. Das heißt, ein Großteil meiner Arbeit für den Verein ist Fundraising, also Stiftungen, Stifter aufreißen, Geld besorgen, damit dieser Verein am Leben gehalten werden kann und wir Unterricht geben können an Schulen. Also ich finde schon, und dafür, wenn ich mein Leben zurück sehe, lebe ich mittlerweile ja privilegiert, und das hinterfrage ich manches Mal. Weil ich habe A, den Job, wo ich in der Gesellschaft was bewirken kann, wo ich was Gutes tun kann, was mir Freude auch bereitet. Klar ist das immer wieder auch ein Aufholen seinerseits, aber ich habe eben auch damit die Möglichkeit, bestimmte Sachen zu reflektieren. In unserer schnelllebigen Zeit gucken keine nach vorne, oder das Leben hat verschiedene Autobahnen. Die gucken nicht nach links, nicht nach rechts, sondern sie schießen diese Auto. Und die Auswirkungen, die alles hat, darüber denken sie nicht nach. Und ich habe die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und dann habe ich noch einen Job, wo ich ein bisschen Geld verdienen kann. Was will man mehr? Und habe damit eben auch, ja, Freiheit.